Hallo liebe Freunde, willkommen zu einer neuen Episode. Wir haben heute Donnerstag und es regnet draußen. Draußen ist da, deswegen gucke ich da hin. Ja, es regnet und es ist warm. Es ist Wetter wie in den Sümpfen von Louisiana. Deswegen werde ich jetzt ein bisschen Swamp Music auf meiner Gitarre spielen. Für Swamp Music braucht man unbedingt den weicheren Tonabnehmer, Tremolo, eventuell ein wenig Echo. Und eine leichte Verzerrung. Wie die treuen Hörer meiner rasant wachsenden YouTube-Community vielleicht gesehen haben, steht jetzt hier ein anderer Verstärker. Der kleine mit diesem winzig kleinen Lautsprecher, dass der Lautsprecher immer so verzerrt gewesen. Das hat mir auch nicht gefallen. Ja, und den habe ich gekauft. eBay Kleinanzeigen. Für eine Handvoll Euros. Das ist ein Roland Cube. Und der klingt ganz gut. Hier mal so der pure Sound. Das ist jetzt auf der Einstellung Tweet. Der Power Squeeze ist angestellt, sodass er nicht so laut ist. Das ist ein tierisch lauter kleiner Verstärker. Und Volumen und Übersteuerung sind beide auf 10 Uhr. Der Rest ist etwa auf 1 Uhr. Keine Effekte. Klingt mächtig. Der beste Tipp am Ende, wenn man das mit dunklen Verstärkern und Ablageflächen zu tun hat, ist das Beste, was man sich antun kann, ein weißes Plektrum. Zum Beispiel dieses hier. Ernie Ball Prodigy. Ein Riesending. Wenn man es auf irgendwas Schwarzes legt, sieht man das vielleicht? Ja, wahrscheinlich nicht. Findet man das sofort. Ja, pure Sound, Tremolo,
Echo. Übersteuerung. Bis zum nächsten Mal.